Ich finde, das sieht so gut aus, das Spiel einfach nur. Sorry, wenn ich da ab und zu mal ein bisschen abgelenkt bin, aber es sieht so gut aus, hier auch mit den Partikeln und allem. Mega. Mega. Okay, ich muss zum Serverraum. Ich bin da dran. Ich muss es sein. Okay, nichts weiter, okay. Dann können wir auch hier längs. Hauptquest abgeschlossen. Griff nach den Sternen, okay. Hier ist es ja. Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fascine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten! Was sind das für Fortschrittsherren stehen? Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer, sondern die Logikbombe überhaupt. Also viel Glück beim Reparieren der Daten und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Sieht so gut aus. Ich schaff das. Val. Tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht.
Und er gab dir die Lanze, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Vaal. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Vaal, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du ein paar freundliche Gesichter. Okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen! Mach Platz! Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. So, untersuche die Kugel des Hades. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Die kriege ich niemals daran. Zu viel dazu. Des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Oh doch, Silence kann. Ich glaube, Silence ist in diesem Teil der Bösewicht. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Und tippe an, ohne einen der Sticks zu bewegen, um aus hängender Position rückwärts zu springen.
Okay. Das geht rückwärts, ja. Weiß. Um zur Seite zu springen, halte gewünschte Richtung und tippe. Hey. Halte R2 gedrückt und tippe, um an den den Zugwerfer auszurüsten. Ja gut, das kennen wir ja schon. Wir haben den Zugwerfer. Um Werfer abzufeuern. Ja, aber wohin? Ich sollte den Kran ranziehen können. Ach so. Halt. Drück halt. Mein Zugwerfer erreicht das von hier nicht. Ja. Ich muss näher ran. Kommen wir jetzt näher ran? Nee. Ach, Aloy, mach doch. Ich will hier runterspringen, Mensch. Oder wenn ich den Kran hier bewege. Ah. Tue ich mir sehr weh, wenn ich hier runterfalle. Okay, das geht nicht. Alles klar. Gut zu wissen. Muss ich ja mal ausprobieren. Die könnte ich doch theoretisch auch bewegen. Also jetzt nicht in die Richtung, aber ich könnte ihn bewegen. Da komme ich dann auch noch immer da drauf. Ich teste mal. Ich glaube nicht, dass ich ihn... Doch, das hat gereicht. Okay. Na also... Okay. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Also meinst du, ich kann mich da festhalten, Aloy? Nutze deinen Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren, um Rätsel zu lösen. Halte, da hier haben wir ja was. Lüftungsbedienfeld. Kann mit dem Zugwerfer entfernt werden. Okay, warte. Jetzt sollte ich da hochkommen. Nicht so, sondern... Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Nee. Er hat mich wohl ausgetrickst. Ja. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Und dann mach mal ein Blatt. Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Scheiße. Hab ich's kaputt gemacht? Hab ich's kaputt gemacht? Scheiße. Oh nein. Komm ich da nochmal rüber? Halt dich da fest, ey Leute. Danke. Ich dachte schon, ich hab's kaputt gemacht. So aus, als könnte ich hier hochklettern. Zwischen entfernten Klettergriffen zu springen. Also ich muss doch darüber. Nicht so. Warte mal. Kannst du? Danke. Hm?
Ah! Okay. Du. Wollen sie es haben? Gut. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Was Ganze denn öffnet sich? Wie kann ich sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Meine Frage ist ja eher, hat noch nie jemand hier in Meridian versucht, auf diesem Turm hochzuklettern irgendwie? Ich meine, hier sind ja Kräne und so und... Hat das noch keiner versucht? Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl... konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt.
Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist das etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Ufid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Nice, neues Spielzeug. Ich freue mich. Um mehr über die Charakter aus der Vergangenheit zu erfahren, wie du den Bereich Charakterbiografie mit neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Sprich mit deinen Freunden. Ich hab keine Freunde. Lol, nee, Wetter sagt nein. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, Tiamlon. Ist das eine Statue von mir? Ja, hast du die vorhin nicht gesehen, Aloy? Ich hab die sofort gesehen. Ist neu? Ihr habt die sofort gesehen. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Aber du hast die Leute doch gerettet. Kann ich an der hochklettern? Tatsächlich. Nett. Okay.